Okay. Du hast echt in eine Mine rein. Was ist das für ein Symbol? Sieht fast aus wie Umbrella. Beobachten die uns von diesen Hubschraubern aus? Where's my power? Alpha 1, this is Bravo 1. Do you read? This is Alpha 1. Report. Did you find anything? A thorough search of the Baker property revealed zero survivors. Repeat, zero survivors. We did find evidence of a skirmish. Evelyn? Negative. However, we did find several encrypted messages from the Baker's son, Lucas, to an unknown third party. You can probably guess who that was. That's just great. We've had reports using the abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat, shoot to kill. Shoot to kill. Okay. Das nur wieder. Oh, da kann ich Münzen reinstecken. Ah, natürlich, klar. Jetzt, ah, finally. Und da stehen die Werte dran, was die kosten. Okay, okay, okay. Ah, alles klar. Das hat ein bisschen länger gedauert. Steroide. Fuck, ich hätte gar nicht genug dafür. So ein Dreck. Okay, Granatwerfer. Die G17. Das Messer. Kraut. Flinte. Die Schlüssel können wir uns an der Stelle sparen. Steroide. Flintmunition natürlich. Pistolenmunition selbstverständlich. Feuerkraft. Standardmodell, ja, okay. Maschinengewehrmunition. Ja, jetzt werden wir natürlich noch das. Komm. Eine Dietrich. Das Ätzmittel nehmen wir sicherheitshalber mit. Verbesserte Pistolenmunition. Pistolenmunition. Erste Hilfe. Okay. Nochmal das Ganze. So. Muss ich das jetzt alles nochmal durchladen? Vermutlich. Obwohl, den Flammenwerfer kann ich eigentlich. Quatsch, den Granatwerfer kann ich eigentlich wegstecken. Und dafür den Flammenwerfer mitnehmen. Für den haben wir wenigstens was. Okay, ich dachte wirklich, mit der Schiffssache wäre das Ganze gegessen, aber offensichtlich haben wir noch einen. Ja, okay, ist schon richtig. Starke Chemikalien. Das heißt starke Chemikalien, normale Chemikalien. Oh, mein Gehirn funktioniert nicht mehr. Wobei, weiß ich was? Ja. Ich
So. Verbrauchen wir hier nicht mehr von dem guten Scheiß, als man tatsächlich als gut für uns wäre. Was ein Scheiß, ey. Nee. Irgendwas muss gut sein. Oh, drück den Knopf noch gemütlicher, Ethan. Lass dir Zeit. Wie kommen wir jetzt auf die Idee, dass Evelyn hier unten in der Mine ist? Was hat die Mine mit all dem plötzlich zu tun? Möchte ich mal kurz fragen? Ich meine ja nur. Lucas? Nein, du kleiner Bastard, nicht schon wieder. Du kleine Mizzet, Alter. Lukas. Natürlich. Vergessen, dass du und ich noch nie wirklich das Vergnügen miteinander hatten. Scheiße, Alter. Muss das jetzt noch sein? Sie das wirklich geben, Lukas? Ich meine, Alter, Mann. Nein, warum tust du? Ah, Gott. Danke, Axt. So ein Scheiß. Entschuldigung. Aber ganz allmählich geht's mir so ein bisschen auf den Keks. Ah, wirklich, hier wieder. Flammenwerfer kann nichts. Katastrophale. So. Was hatte ich da draußen von meinem Fenster? Bewegt sich was? Huh?
Okay, wieder Munition gespart. Das Bergwerk untersuchen, okay. Also wenn wir hier tatsächlich noch irgendwas mit untersuchen wollen würden, irgendwas aufklären wollen würden. So macht man das. Aha. Das möchte jetzt auch so ein bisschen so ein Amnesia-Feeling wohl bei mir erzeugen, aber ich kann das gerade alles nicht an mich ranlassen. Ich bin einfach gedanklich mit dem Spiel schon fertig. Nein, 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 das, was ich vorher gesagt habe, dass es merkst, wenn Spiele zu lang gehen, wenn der Horror sich abnutzt. Gut, meine Session hier ist es auch wieder länger, als ich sie vorhatte. Ich hätte das, glaube ich, auch einfach sein lassen sollen und den letzten Teil morgen schön durchziehen sollen. Lukas, geht mir nämlich dezent auf den Arsch. Ich weigere mich. Ich will das heute noch fertig bekommen. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus, sie ist auch genauso blöd wie eins. Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr einprogrammiert habt? Ist ein bisschen krank. Mia, das Miststück, ist immer noch irgendwo zwischen Evie Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden, also habe ich sie in eine Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich. Immerhin ist Mia ihr Liebling und so, aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sie sogar manchmal besuchen. Sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam Überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihrer Freakshow von einer Familie zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet. Aber es ist eine scheiß Arbeit für mich, weil ich den ganzen Schweinkram aufräumen muss, wenn jemand Neues kommt. Übrigens sieht Evie krank oder so aus. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Ah, Lukas macht da freiwillig mit. So viel dazu. Dieses Waffenrad, ich werd da nicht schlau draus. Infection Report. Keine Übersetzung hierfür. Jesus. 5 Minuten nach Dosis abbrechen. E-Neurotoxin E-Serie Dosierungstest. 10 Minuten nach Dosis tot. 12 Minuten nach Dosis Kalzifikation der Zellen. Jetzt werden wir allmählich richtig Resident Evil-lastig. What the fuck? E-Neurotoxin zerstört Zellmaterial aller Individuen, die auf der E-Serie Biowaffe basieren. Nur für die Beseitigung von E-Serie-Objekten zu verwenden. Das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden. Siri, warum? Okay.
Creepy. Nekrotoxin. Okay. Liegt hier einfach so rum. Research Report. Confidential. Okay. Super. Ich das nicht. Was ist der Sinn hiervon, wenn man... Ah. Das Projekt wurde 2000 als eines von mehreren Konzepten im Rahmen des Nexbus, der Nexbus Initiative, Next Generation Experimental Battlefield Superiority, der Firma initiiert, um unterstützt durch technische Hilfe des HCF eine Biowaffe zu entwickeln, die feindliche Kämpfe mit minimalem Direktkontakt in großem Stil neutralisiert. Die Nexbus Initiative wurde später abgewickelt und alle Ressourcen wurden zu diesem Projekt umgeleitet. Was dieses Projekt stark von konventionellen Waffen unterscheidet, ist die Fähigkeit, feindliche Kämpfer zu Mitstreitern zu machen, gegnerischen Elementen zu willigen Dienern. Da dies die Kosten nicht nur für den Umgang mit Kriegsgefangenen, sondern auch für den eigentlichen Kampf praktisch auf Null reduziert, ist es ein Wunder, dass... Okay, alles zensiert. Das Projekt würde gar nicht existieren, wäre dort nicht die Entdeckung von Blablabla in Blablabla gewesen, dem erstaunlich fortgeschrittenen Vicaratzen Evolution-Fungus, den wir gewöhnlich als Mutamycete... Wieso werfen wir jetzt plötzlich mit Begriffen um uns? Die Herstellungsmethode jedoch jeder der Biowaffen sah vor, dass Mutamycete-Genom einen menschlichen Embryo vor dem vierzelligen Stadium zuzuführen und diesen dann über einen Zeitraum von 38 bis 40 Wochen in einem kontrollierten Umgebung zu kultivieren. Die daraus resultierenden Organismen wurden als Kandidaten bezeichnet und nach ihrer Nutzbarkeit kategorisiert. Von der impraktikablen und fehlerbehafteten A- bis D-Serie bis zur perfektionierten E-Serie. Als äußere Erscheinung wurde einheitlich die eines etwa 10-jährigen Mädchens ausgewählt, um die einfache Integration in Städt- und Flüchtlingspopulationen zu gewährleisten. Das erste Exemplar der E-Serie, genannt Evelyn, erwies sich als fähig, blablabla, nach Belieben aus ihrem Gewebe auszuscheiden. Es muss auch angemerkt werden, dass Evelyns Mutamycete, wenn es einem Wirtorganismus zugeführt wird, diesem eine tiefgreifende Kontrolle über Körper und Geist aufzwingt. Wir müssen noch viel über den Mechanismus lernen, mit dem Evelyn diese Kontrolle erreicht und aufrechterhält. Aber die gängige Theorie ist, dass der Überträger den Autoinduktor-Pheromonen ähnelt, die Bakterien der Art Pseudomonas für Querum-Sensing benutzen. Was? Evelyns Kontrolle manifestiert sich in einer Reihe von individueller Stadien, von denen das erste Halluzinationen ist. Fast sofort nach der Infektion sieht der Wirt Erscheinungen von Evelyn, obwohl sie nicht tatsächlich anwesend ist, und hört sogar ihre Stimme, die von niemandem sonst wahrgenommen wird. Interviews mit infizierten Testpersonen über alle Stadien der Infektion zeigen, dass Evelyn zunächst wie ein normales junges Mädchen auftritt, das manchmal Gesellschaft oder Hilfe anfragt. Mit der Zeit fängt sie aber an, immer extremere Forderungen zu stellen, unter anderem Selbstverstümmelungen und Angriff auf andere Menschen. Der dadurch ausgelöste psychologische Schock hilft, die natürlichen Barrieren des Geistes gegen Evelyns Gehirnwäsche aufzulösen, und wenn die mentale Kontrolle einmal erreicht ist, hat sich die Mutamycete-Infektion durch die Zellen des Körpers ausgebreitet, sodass der Körper mutiert, schätze ich mal. Super, wir sind infiziert. Okay, aber wenn wir das hier lesen konnten, vielleicht auch das da hinten lesen. Ja. Dieser Bericht beschreibt im Detail die auftretenden Symptome, wenn das im Inneren der E-Serie gezüchtete Bakterium einen Menschen infiziert. Bitte lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch, bevor Sie mit einem Individuum in Kontakt treten, das durch die E-Serie zur Waffe gemacht wurde. Wird im Nachfolgenden als Schimmelpilz bezeichnet. Primärinfektion. Der Schimmelpilz nimmt Nährstoffe vom Körper des Wirts auf, um sich auszubreiten und übernimmt langsam die Zellen im Körper. Als ein Nebeneffekt davon gewinnt das infizierte Individuum erstaunliche regenerative Fähigkeiten. In Experimenten entfernten wir Arme und Beine von Testpersonen und fanden heraus, dass sie imstande waren, die amputierten Gliedmaßen in wenigen Minuten wieder anwachsen zu lassen. Mittleres Stadium der Infektion, sobald der Schimmelpilz das Gehirn erreicht, werden die Gedanken des infizierten Wirtes mit denen des E-Serie-Vermittlers in Einklang gebracht. Der Wirt beginnt, die Stinge zu hören und Halluzinationen zu erleben. Bald darauf gerät er vollständig unter die Kontrolle des E-Serie-Vermittlers. Wenn dieser Zustand anhält, verliert der Wirt jeglichen Sinn seiner selbst. Endstadium der Infektion.
Nachdem jede Zelle im Körper vom Schimmelpilz eingenommen wurde, verliert der Wirt langsam seine menschliche Gestalt. Die Form der Mutation unterscheidet sich je nach Fall, aber geht stets mit einer enormen Steigerung der körperlichen Stärke einher. Ein Individuum in diesem Stadium einzudämmen ist extrem schwierig. Okay. Also nicht den Krempel, den Wesker in Afrika gezüchtet hat, sondern was ganz Neues von irgendwelchen anderen Arschlöchern. Evelyn ist außerdem in der Lage, Organismen aus Myzelien, den fadenförmigen Zellen eines Pilzes, zu erschaffen. Der Begriff Organismus wird hier weit gefasst. Streng genommen handelt es sich dabei um Superorganismen, die aus zahllosen Myzelien bestehen. Wichtig ist jedoch, dass diese einen starken Überlebenstrieb aufweisen und sich schon bei der leichtesten Provokation wild verteidigen. Ihre pilzartige Widerstandskraft und beeindruckende Stärke verleiht ihnen ein signifikantes Potenzial für den Kampfeinsatz. Die Forscher haben dieses Superorganismen die Molded getauft, angelehnt an die Wörter Mold, Schimmelpilz und Molded, geformt. Eine mehrdeutige Bezeichnung, der eine gewisse Eleganz nicht abgesprochen werden kann. Oh, fickt euch! Für die Behandlung von unbeabsichtigten Infektionen kann ein spezielles fungizides Serum gewonnen werden, in dem Gewebeproben von Evelyn einer Mold unterzogen werden. Das Serum einer infizierten Person zu injizieren, sorgt für eine Kalzifikation der Myzelien. Aber wenn die Zellen der Person schon weitgehend befallen sind, ist das Serum tödlich. Da das Behandlungsfenster so klein ist, ist die Hauptfunktion des Serums die Eliminierung von infizierten Individuen und nicht deren Heilung. Während wir das Potenzial des Serums untersuchen, fanden wir heraus, dass wir dessen Effekte aufs Äußerste steigern können, wenn wir es Müll aufsetzten, wodurch ein Präparat entstand, das wir jetzt Nekrotoxin nennen und das selbst in kleinsten Dosen Müll. Besonders interessant an Evelyns Verhalten ist ihre Fixierung auf das Konzept der Familie. In Experimenten wurden infizierten Personen bei verschiedenen Gelegenheiten dazu gebracht, als ihre Mutter und Vater aufzutreten und Evelyn wie ihre eigene Tochter zu behandeln. Warum hat sie sich auf Familie als Thema ihrer geistigen Kontrolle festgelegt? Es ist reine Spekulation, aber es könnte sein, dass sie instinktiv versteht, dass eine Familieneinheit sich besser dazu eignet, sich in sozialen Gruppen einzufügen, als ein einsames kleines Mädchen. Andererseits, nun, ein sentimentaler Mensch könnte sagen, dass sie ein von ihr wahrgenommenes Fehlen von Liebe in ihrem abgeschirmten Aufzucht kompensieren möchte. Die Liebe der Eltern. Alter, es ist... Boah, Spiel. Dein Pacing ist all over. Flammengranaten. Ah, das ist schön. Dann können wir hier jetzt nämlich vom Flammenwerfer wieder auf den Granatwerfer wechseln.